Megafin. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Wüste. Ha, ha, ha. Nein, Scherz. Ja, willkommen zurück bei Lünnis kleiner Welt. Wir sind in der Wüste. Ja, bei den Indern. Die sind hier schon fleißig am Rumwerkeln. Wer wohnt denn hier? Wimbler und Rohit Baigi. Oh, ich kann die Namen nicht aussprechen. Es tut mir leid. Und wie heißt das Dorf? Meldeva, glaube ich. So, ihr braucht Rohstoffe. Was braucht ihr? Sandstein. Sandstein habe ich nicht. Aber, ich kann Sand machen. Ganz schnell. Sand habe ich zwar, aber ne. Ihr braucht ganz schön viel. Ich habe Fackeln, habe ich. Ja. Will ich die Wüste verunstalten? Muss ich ja dann wohl, ne? Ich gehe einfach mal hier runter. Man kann das nämlich eigentlich, wenn man unter dem Sand irgendwo was Festes findet, wie hier, da ist Sandstein, sehr schön. Dann kann man nämlich, ich sollte nicht gerade runterbuddeln, da drunter eine Kerze packen, also eine Fackel. Ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wusstet. Naja, so vielleicht nicht. Das sieht nach, ja, das ist Sandstein. Dann machen wir es so. So, und Achtung, flupp, flupp. Und da ist der Sand schon direkt aufgedröselt. Nein, ich bin doof. Ja. Ah, da ist er auch schon, der liebe Dera. Hallo. Ja, wir haben beschlossen, wir dürfen jetzt gegenseitig mitreden. Wie gegenseitig? Gegeneinander? Ja, uns gegenseitig fertig machen und so. Ah. Ja, nämlich... Was mache ich hier eigentlich? Ich bin heute etwas verwirrt, aber ich versuche das ja hier so schnell wie möglich eigentlich zu kriegen. Es hat irgendwie letztens besser geklappt. Ich halte mich dezent zurück. Das ist aber nett. Ich so weiß, so bist du halt. So. In 1, 2, 5 konnte man auch schon aus Sandstein, aus Sand Sandstein machen, ne? Natürlich. Sehr gut. Das freut mich doch. Huch. Aber meine Fackeln muss ich mitnehmen. So, da lang. Ich baue mich jetzt einfach hier hoch. Und dann schauen wir mal, wie viel Sand und Sandstein ich im Endeffekt da habe. Naja, hier geht es noch nicht weiter. So, da. Ja. Ich hatte euch ja gefragt, was euch lieber ist. Terrarium oder Aquarium? Oder Dera? Alles dreis. Yeah. Ihr wollt alles dreis. Ihr wollt ein Terrarium für Schlangen, ein Aquarium für Fische und ihr wollt, dass der Dera mitredet. Ja. Und ja. Ihr wollt auch noch wissen, ob man Cider herstellen kann. Meines Wissens nach nicht. Leider. Würde ich auch gern herstellen. Weil der Cider... hilft den Leuten nämlich beim sich vermehren. Es ist ein sozusagen ein, wie nennt man es? Fruchtbarkeitsgetränk. Und wie kannst du das denen geben? Wenn die es im Stock haben. Ah. Das muss ich dann halt von denen kaufen, die es herstellen. Und verteilen, sozusagen. Ja, wie verteilen? Ja, verkaufen wieder an die Städte, die es nicht haben. Ah. Man kann ja mit denen handeln, ne? Ne. Nicht. So. Ich glaube... Ach, komm. Ach, Fackel vergessen. Ich glaube, das sollte jetzt erstmal reichen. Oder? Ah, fehlt noch eigentlich noch ein bisschen was. Aber 23 Sandstone. Oh Gott. Ja, komm, mach halt. Ich mach halt. Wenn der Dera sagt, mach halt, dann mach ich halt, ne? Ja, dann kann ich nebenbei noch ein bisschen Cobblestone abbauen. Brauche ich ja auch hier wahrscheinlich in Massen. Wie bei den anderen Dörfern. Massen. In Maßen, ja. Ja, der, mir wurde gesagt, ich soll doch bitte einen Wegpunkt setzen. Das werde ich auch gleich machen, wenn ich hier aus dem Sandgewuschel wieder raus bin. Ich muss hier aber, glaube ich, trotzdem gleich Fackeln unten hinpacken. Nicht, dass mir dann irgendwann Creeper unterirdisch mein Inderdorf wegsprengen. Was treibst du da gerade überhaupt? Sandstein sammeln. Ja. Geht doch schnell. Siehst du doch. Ja. Flop, 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 flop. So. Wie viel habe ich denn jetzt? Och, das sollte...
Es muss jetzt reichen. Ich mache jetzt hier einfach. Jetzt machst du einfach auf den kompletten Boden. Mach doch einfach auf den kompletten Boden jetzt alles voll mit Fackeln und haust die eine Schicht über dir immer kaputt einfach in einer Tour und dann macht's Bisch, bisch, bosch. Okay, wenn der Dera das sagt, wie komme ich dann wieder hoch? Ja, anderswo. Anderswo? Oh. Meine lieben Leute verursachen hier gerade Leck, glaube ich. Ja, schieb's immer auf die anderen. Ja, die anderen, die sind schuld. Ja. Du. Wie viele Fackeln? Ah, Fackeln habe ich genug. Ausreichend. Ja, das geht schon. So. Du solltest aber vielleicht nicht drinstehen. Du solltest dich vom Rand nach, oder ja, ja. Oder so. Oder so. Oder Spanisch. Oder Spanisch. Ah, Fackel vergessen. Guck mal, wie schnell das jetzt nämlich dann geht. Das ist doch noch viel genialer als vorher, als du es immer so einzeln gemacht hast. Stimmt! Wow! Ja, gut, dass du mich dabei hast. Ja, und ich muss mal kurz niesen, glaube ich. Nee, gut. Ich konnte es unterdrücken. Ich weiß, das darf man nicht machen eigentlich, aber ich habe es jetzt getan. Das soll man nämlich nicht machen. Nein. Sonst platzt das Gehirn, oder was? Ja, sonst platzen die kleinen Äderchen, die man... Jetzt mach doch einfach diese blöde Schicht von warum stellst du dich immer unter den Kram? Weil ich's kann. Ach, weil ich's kann. Was tust Besser. Du wieder? Ja, einfach zack, zack, zack. Oh. Mach. Oh. Wus? Meldeva haben ihre Beziehung... Oh. Wus? Was passiert da? Gibt's jetzt Krieg? Wahrscheinlich wilder ich gerade in denen ihrem Sandsteingebiet oder so. Aber ich will es denen doch geben. Ach, du hast deinen Ruf verschlechtert. Ich weiß es nicht, das ist... Warte mal. Nein, T? Nee, nicht V. T. T geht nicht. Nee. Tja, Ja, hättest du richtig lesen müssen. Naja, war zu schnell weg. Ja, ja. Wo sind denn hier noch Fackeln? Da. Na, da nicht. So, da noch. Und da noch. Und da hinten noch. So. Jetzt klopfst du hier schnell deine Fackeln weg und haust einfach ab. Tust so, als wär's es nicht gewesen. Ich muss auch treffen, ne? Ja, was machst du denn da schon wieder? Ja, nur Unfug. Nur Unfug, ja. Kennen wir doch irgendwoher. Ja. Oh Mann, ey, bei so Farmarbeiten hätte ich echt gerne die kleinen Minions. Ich fand die so putzig. Ich weiß nicht, ob die dir bei sowas helfen können. Ja, beim Aber ich Abbauen schon, ja. Stimmt. Stimmt. Du kannst ihnen doch sagen, mein ja, mach mal. Da. Ja. So, huch. Jetzt ist aber ein bisschen dunkel. Jetzt solltest du dich... Na, wieso setzt du da jetzt Fackeln? Nimm deine Fackeln mit und die Beine in die Hand und dann go, go. Lauf, kleine Lini, lauf. Und dann hoffe ich mal, dass mir hier nichts gleich auf den Kopf fällt. Mach halt einfach. Wow. Ich habe immer noch kein Schwert, glaube ich. Ja. Oh. Meine Axt hilft. So. Meine Axt ist toll. Huh. Wow. Du müsstest doch von außen nach außen. Außen. Ah, ach du Scheiße. Kleine Skorpione. Lass mich in Ruhe. Die sind echt mies. Ich habe die so gehasst, als ich eine Zeit lang mal mit No Creatures gespielt habe. Hier ist auch noch irgendwo einer. Lauf halt einfach. Ja. Sieh zu, dass du läufst. Und was sagen? Musst du Hilfe. Auch? Hilfe. 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 Pegafin, hilf mir. Vorsicht, Spinne. Ja. I think I spider. Ja. In der Wüste. Ich gehe mal schnell hier rein. Hoffentlich ist hier kein Creeper drin. Und hoffentlich kommt hier keiner durch die Fenster. Die Wüste, Linny. Hier ist schon mal ein Zombie draußen. Ja, ich bin die Wüste, Lenny. Nein. Na, auf jeden Fall hast du das die Wüste verwüstet. Oh ja, schönes ganz, Loch. Ganz man sieht's ganz genau da oben. Ja. Uah. Hello. Bleib draußen. Du machst die Tür nicht kaputt. So. Tür auf, Tür zu. Beinfleisch. Uah. Nee, lass mal. Gammelbeinfleisch. Das Problem ist, ich habe keine Wolle. Ja. Verdammt, ich kann mir kein Bett machen. Tja. Nein. It's a trap. It's a trap. Help, help. Das heißt, wir müssen jetzt hier ausharren. Wir? Ja.
Ja, wir. Du bleibst bei mir. Okay. So, aber Sandstein habe ich jetzt, glaube ich, schon genug. Jo, naja, nicht genug? Wirklich. Nicht wirklich. 495, wow. Was bauen die da für einen Quatsch? Ich glaube... Sag mal, ist die Mauer, ist das Wolle? Das könnte... Sekunde. Nein, das ist der, ihr Lehm. Das ist dieser Lehm, den die da in der Lehmfabrik machen. Hätte ja klappen können. Ja. Tja. Was machen wir jetzt? Suchen wir uns schnell Schäfchen für ein Bett. Naja, könnte ein bisschen gefährlich sein. Deine Axt ist auch gleich kaputt. Ich hab noch eine. Aha. Zwei. Ja. 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 Ja, na. Und ich habe auch noch nicht genug Wolle für, nicht genug Faden für Wolle. Ja, dann, mach halt irgendwas. Beinfleisch. No. Hui, schnell auf den Pegafin und ab davon. Ja, hättest die Zeit im Haus ja auch nutzen können, um dir den Wegpunkt zu setzen. Was ist denn das? Das ist ja riesig, das Dorf. Was sind das? Zwei. Ich glaube, das sind zwei. Sind und dein ist noch eins. Ja, super. Erst findest du kein einziges. Ja, und jetzt hier Massen. Das ist, glaube ich, so ein Militärdorf. Das sieht so aus. Mit dem Wachturm da unten. Aha. Siehst du da? Ja, dann land doch mal auf dem Dach und setz ja endlich mal deinen Wegpunkt. Ja. Ja. Mach ich. Mach doch. Mach ich auch. Ja. Wenn kein Creeper hochkommt. Und ich hoffe mal, ich finde ein Schäfchen. Schäfchen? Ja, für Wolle. Ja. Schlafen. Ja, was hast denn du jetzt überhaupt vor? Ich will mir ein Bett machen, dass ich die Nacht hier überleben kann. Ja, und danach? Also so allgemein? Ja, hier, mit denen handeln und so. Hin und her fliegen. Aber nachts mag ich halt nicht fliegen, ne? In der Burg. Das ist aber auf der Burg. Oh Mann. Oh, Werwölfe gibt's auch schon hier. Also böse Wölfe. Spinnen. Oh, Enderman. Nicht angucken. Bloß nicht angucken. Nee, jetzt ist eine ungünstige Zeit zum Enderman. Hier bin ich da vorhin schon lang geflogen, oder? Also hier bin ich das letzte Mal lang geflogen. Wahrscheinlich brauchst du einmal so eine Initialzündung und dann auf einmal sprießen sie aus dem Boden wie Pilze. Die Befürchtung habe ich allerdings auch. Bald ist die komplette Wüste voll. Nein, das glaube ich nicht. Aber irgendwie... In der Wüste sind keine Schäfchen, oder? Und im Wald traue ich mich nicht nachts. Da kommen doch die ganzen bösen Creeper. Och, Mami. Die kann dir jetzt auch nicht viel helfen. Ich will doch nur Schafe für Wolle zum Schlafen und keine Spinnen. Ja, obwohl, wenn ich genug Spinnen kloppe und jedes Mal einen Faden droppen, brauche ich ja nur noch, wie viele Fäden habe ich? 6. Brauche ich ja nur noch 12 Spinnen? Ah ja. Nein. Zu riskant. Aber meiner Meinung nach ist fast alles besser als sinnlos im Kreis fliegen. Ja, stimmt schon. Nur... Oh, ich bin doch so ein Schisser. Ich auch, aber ich mache wenigstens was Nützliches dabei. Oh, da sind Creeper. Nee. Dann lass das doch. Mach dich nützlich Richtung Dörfer. Ja, nachts kann ich ja mit denen auch nichts machen. Ah, das stimmt natürlich. Weil die pennen ja auch. Ja, Was mache ich denn jetzt? Ach, derer. Ja, ich... Letzte Folge wurde eine Suizidschlange entdeckt. Ja, das ist richtig. Es war rechts. Rechts? Wo? Weiß nicht. Nee, Zombies und eine Ratte. Und Creeper. Viele Creeper. Können Schafe überhaupt nachts auftauchen? Ich glaube nicht, oder? Ja, es sei denn, sie waren schon da. Aber ich war hier doch nicht. Ja, glaube ich. Naja, die Suizidschlange, ja, ich habe sie auch schon in der Aufnahme gesehen, ich habe sie nur nicht so wirklich effektiv registriert, aber es war wirklich eine Suizidschlange. Ja. Was hat die Schlange denn so gemacht? Sie ist am Kaktus hoch und runter geruppelt. Ja. Mhm. Ja. Ah, stimmt. Jetzt, wo du das sagst, die ist mir, glaube ich, auch aufgefallen. Ah, ja. Hat mich auch gewundert. Ah, es wird Tag.
Oh, endlich. Ich setze mich jetzt hier aufs Dach. Jetzt hast du wieder eine ganze Folge nur rumgedaddelt. Ja, ich muss jetzt demnächst hier Wolle besorgen. Ja, dringendst. Ja, sehr dringendst. Wahrscheinlich wäre es schneller gewesen, wenn du einfach schnell zu deiner Hütte geflogen wärst und dich da hingeknallt hättest. Anstatt 10 Minuten im Kreis zu fliegen. Vielleicht. Aber das ist doch auch mal schön. Ein bisschen die Gegend kennenlernen. 3 Punkte gleich mal sehen. Also 3-mal den gleichen Punkt sehen oder so. Ja, und vor allen Dingen hier in der Wüste können sich die Zombies ja nicht wirklich verkriechen. Ja. Und die Skelette. Das heißt, ich kann Pfeile sammeln. Ja. Und eventuell Bögen, wenn die droppen. Ja. Ja, weil die verbrennen ja. Die Bögen? Nein, die Skelette. Ach so. Wo rennt der hin? Nee. Hey, bleib stehen. Du musst verbrennen. Versteckt sich hinterm Kaktus. Ihr müsst alle verbrennen. Du bist ja grausam. Brennt! Muhahaha! Oh, schöner Sonnenaufgang. Ja, vor allem mit dieser Dschungelinsel da hinten sieht das sehr, sehr schön aus. Sieht ja fast aus wie Port Hudson, oder? Naja, ein bisschen mickrig dafür. Na, stimmt, ist ein bisschen klein für Port Hudson. Der verbrennt. So, Pegafin. Du bleibst mal hier stehen. Ich gehe den jetzt mal verkloppen. Die Reste, die noch übrig sind. Ha! Da war er hin. Und kein Bogen, schade. Aber ich gebe den jetzt erstmal Sandstein. Guck dir doch erstmal noch an, was da in den anderen Dörfern so geht. Und so. Okay, ich guck mal, was es hier geht. Du, kannst du dir was merken, wenn ich dir was sage? Du kannst mir was sagen, aber ich kann nicht dafür garantieren, dass ich mir das merken kann. Das ist Rasgulla, das brauche ich demnächst. Also wenn ich dann irgendwann den Ruf habe. Die haben hier nichts weiter. Die haben nur Holz. Und kaufen Holz. Und kaufen Holz und Stein. Und Sandstein. Und Eisen. So. Ja, ich hab schon wieder vergessen. Aber mach nichts, mach einfach weiter. Genau, machen wir einfach weiter. Das ist mein kleines Dorf, was ich vorhin als erstes gefunden habe. Hier, das ist so eine Brickfarm von den Indern, aus denen die Hütten sind. Von den Indern, aus denen die Hütten sind? Ja. Was? Die Hütten sind aus Indern. Was? Nein, Scherz. Aber ich spinne. So, guten Tag. Hallo. Hallo. Pegafin, nicht weglaufen. Kann ich dich hier stehen lassen, ohne die Peitsche zu benutzen? Ja, kann ich. Das macht der ist lieb. Der ist lieb. Ja. So, guten Tag, ich will handeln. Hallo. Bist du das? Guck da erstmal, wie viel die von was? Die brauchen Lehmziegel. Kannst du wie? Ach so. Ja, die kann ich, indem ich das Ding mache und da irgendwie Matsch und Wasser oder sowas reinpacke. Da muss ich mich mal schlau machen. Da kann ich nämlich so eine lustige Form, kann ich das mal so eine lustige Produktion machen. Oder ich klaue denen einfach die Steine, die sie aufgebaut haben. Das ist ja mies. Ich könnte wetten, da verschlechtert sich wieder ein Ruf und dann das machen sie Krieg mit dir. Die haben hier auch nichts weiter. Nee. Die kaufen aber auch, glaube ich, einiges. Na, Eisenholz und Sandsteine. Ja. 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 So, und das dritte Dorf, das war das. Das war mein kleines. Und da hinten ist das dritte, ja. Richtung Hause. Richtung Zuhause. Ich vermisse meine Hündchen. Und auch die Normannen ein bisschen. Naja, aber kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Au. Ich muss gleich was essen. Habe ich überhaupt noch was zu essen dabei? Ihr wollt Lehmziegel. Oh, nur 39. Ich habe nichts mehr zu essen. Dera, wo ist mein Essen hin? Hast du das gegessen? Nein. Was habt ihr? Ihr habt auch noch nichts. Hm. Naja. Dann, ihr wollt nur Lehmziegel haben. Ich glaube, dann gehe ich mal da drüben meinen Sandstein verscherbeln. Ja, genau, verscherbeln. Mach das. Mach ich auch. Nämlich, bisschen Gold machen, bisschen Ruf machen, weil das ist wichtig. Ich brauche ja die 4000 Ruf. Ich bin ja immer noch dran, dieses Rasgulla irgendwann mal zu kaufen. Mhm. Für den kleinen Jungen drüben in meinem Normannendorf. Um die Story mal weiterzuführen. Ja. Damit der Arme nicht ganz so traurig sein muss, wenn er krank ist. Au. Und ich sollte echt aufpassen, was ich hier mache. Und mich nicht ständig verletzen. So, huch.
Ey, kannst du teleportieren oder was? Anscheinend. Wow. Gut, dann kriegst du jetzt erstmal hier Sandstein. So, bam, bam, bam. Ganz viel Sandstein. Oh, ich habe ein Goldstück. Mensch, richtig reich. Ja. Ach komm, hier, habt ihr alles. Ich hab nichts mehr. 222, wow. Naja, die Hälfte ist fast geschafft. Da weiß ich doch, was ich demnächst mal machen werde in einer dunklen Stunde. Ja. Wenn ich nichts zu tun habe. Und in dem Sinne, lieber Pegafin, lieber Dera, liebe Inder, liebe Zuschauer, ich wünsche euch noch viel Spaß mit unseren anderen täglichen Uploads hier auf Derafins Channel und bis demnächst. Tschö! Tschö, Lenny!